Hallo Yannick. Hoi Thomas, danke, dass ich da sein darf. Ist gern geschehen. Normalerweise müssen wir die Domain noch einblenden, aber du hast ja noch keine wirkliche Domain. Nein. Wann kommt die wenn? Du musst noch sparen. Ja. Du bist erst 14. Wie viele Sachen kommt man mit 14? Jetzt, also Sackgeld, Mensch. Ja. Oder jetzt habe ich 9 Franken in der Woche. 9 Franken in der Woche? 9. Klasse, 9 Franken. 28 Franken im Monat, da gibt es nicht so viel. Nein. In der dritten Säcke. Ja. Aber du bist ja bald Mediamatiker. Genau. Bei der NZZ. Ja. Ist die Presse, die Offline-Presse, ist das noch das Thema? Ist das noch das Business? Ja, ich glaube schon. Für die nächsten 3 Jahre hoffentlich noch. Ja, 4. 4 Jahre? 4 Jahre noch, ja. Was macht man mit Mediamatiker? Weil Informatik ist etwas eine Art Mischung zwischen Informatiker und? Also es ist Mischung zwischen Informatiker, Grafiker, KV, Fotograf. Mhm. Und es ist so von allem. Es ist zum Beispiel auf der Webseite, was du wirklich siehst, das ist vom Mediamatiker. Jawohl. Oder der Plakat ist vom Mediamatiker. Jawohl. Und die machen dann eben auch selber noch Fotos oder Videos. Gut, also ist also sehr vielseitig. Zukunftsorientierter Beruf. Hoffentlich. Ist ja sehr neu. Ja, gibt es noch nicht so lange. Und der Vorteil ist, dass es ein bisschen vielseitig ist. Dann kannst du dich nachher auch entsprechend ein bisschen entwickeln. Wenn nur Informatik genau. Wäre ein bisschen einseitig, nur Fotografie wahrscheinlich auch. Ja, du tust vor allem Landschaftsfotografie betreiben. Ja, so ist es. Und du willst irgendwann von der Fotografie leben? Ja. Wieso machst du denn dann eine Lehre? Wieso nicht? Hast du etwas, wo kannst du. Du kannst wohl auch auf dem Sofa gehabt, die Lehre abbrochen. Aber es ist nicht so einfach. Wer das nicht? Nein, der Dave Honecker mit dem Vintage-Style, der mit dem Klavier, hast du das nicht gesehen? Hast du nicht geschaut? Doch, ich habe fast alle geschaut. Gut. Du hast dein Wissen, klar, wie die Jungen alle, über YouTube und über Bücher. Hast du noch nie einen Fotokurs gemacht? Also ich bin einmal mit dem Tobias Rieser ja. einen Fotokurs gemacht. Und sonst eigentlich nicht. Nein. Autodidakt? Ja. Wobei der Vorteil ist, dass man so schnell lernen kann, wie man will. Man kann dann lernen, wie man will. Und genau. Es geht wahrscheinlich... Man kann das lernen, wo man will. Genau. Man muss nicht auf das warten, was einem interessiert. Genau. Die Liste von deinen Vorbildern ist noch spannend. Der Boris Baldinger, der auch schon auf dem Sofa war. Das hast du noch nicht gesehen, genau. Das ist noch nicht ausgestrahlt worden. Genau. Max Rife. Kenne ich nicht. Ich kenne nur die Hälfte, aber wir sind alle schon mal auf dem Sofa gewesen. Fabio Antenore und der Daniel Cordan. Das ist irgendein Russ. Genau. Kannst du also, schon schauen, wer das ist, aber ich kann es nicht erkennen. Den Boris kennst du ja. Jawohl. Und ich finde, er ist einfach so, er hat sich wirklich von null aufgeschafft. Ja, das hat sich der Fabio auch. Ja, der Fabio und der Boris. Und der die Boris anderen ist zwei jetzt, weiss ich nicht. Er ist jetzt auch einer der Webfotografen. Also wir sind einer der 13 weltbesten Eventfotografen. Und so kommen von der ganzen Welt, sagen wir es so. Sie kommen von der ganzen Welt als WFG fotografieren, ob sie jetzt die Besten sind. Ja. Aber es ist sicher ein stressiger Job, hat mir kurz von dem erzählt, als ich beim Podcast war. Ja. Und es ist eine echte Herausforderung, aber sicher auch gute Referenzen, wenn du WFG fotografieren. Ja, vor allem, man hat ja gerade noch das Kind, das dann... Jawohl. Heute ist er, glaube ich, um 10 Uhr am Abend schon auf Zürich runtergefahren. Um 5 Uhr am Morgen ist er wieder raufgefahren. Auf der Wos war er 44 Stunden ohne Schlaf. Ja, ja. Wobei, man macht auch kein Kind, das am WF auf die Welt kommt. Ja, er hat mich pokern. Aber ja. Wenn man WF-Fotograf ist. Aber ja, natürlich kann man alles planen. Genau. Aber den Boris kennst du schon länger? Jetzt dann, wie lange ist das schon? Etwas, ja, ungefähr fast 3 Jahre jetzt. Und du hast ihn einfach mal angeschrieben, zum genau. Für einen Zukunftstag. Genau. Also ich war schon bei meinem Vater in der Schokofabrik. Jawohl. Ich wollte zu meiner Mutter noch nicht gehen. Das ist langweilig. HR. Ja, das, wenn du keinen Schoki hast. Kein Schoki, kannst du wenigstens den Schoki essen. Genau. Aber Schoki produzieren, hast du mal geschaut, hast du es gesehen und ja. Hast gedacht, gut, willst du etwas anderes machen? Ich habe Schoki vom Bank gegessen und dann ist es gesehen. Jawohl, da hast du Boris geschrieben. Genau, und dann ist er noch so ein bisschen, ja, mal ja, schauen. Ja, manchmal schreibt er für irgendetwas und dann kommt da irgend so ein... Genau. Das war bist du noch 12 gewesen. Also mein Papi hat ihm geschrieben, er hat ihn so flüchtig über Social Media gekannt, ja, irgendwie einmal gesehen oder so. Aha. Und dann sind wir in der Ferien und haben ihm ein Video geschickt von mir, wieso ich zu ihm gekommen. Ja, und dann hat er mehr oder weniger direkt ja gesagt.
Gut, und dann bist du am World Usability Day in Rapperswil gewesen. Genau, und das letzte Jahr. Letztes Jahr schon das dritte Mal. Okay, was letztes macht man Jahr bin ich krank gewesen. Jawohl, was macht man denn dort? Was? Fotografieren. Ah, du hast ihn einfach... Also ich habe an Boris geholfen. Boris ist Eventfotograf, hat er dort fotografiert. Jawohl, und hat auch dich mitgenommen. Genau. Cool. Du kannst einerseits zuschauen und selber fotografieren. Genau. Ja, also man sieht schon, du weißt, was du willst und du hast es, ja, du hast einfach gefragt. Du hast schlussendlich, wenn du nicht fragst, dann ja. Passiert nichts. Spannend finde ich auch, du hast Fotokarten, die du verkaufst. Genau. Wir sehen das Bild von deiner Webseite. Ist eher so ein bisschen Landschaft und Blümchen. Genau. Nicht so weiss, aber das ist eine andere Geschichte. Und du hast die einerseits auf der Strasse verkauft, am Meer, das ist hier in der Umgebung, da in der Umgebung. Ja. Kann man von dem, und hast du nachher deine Kamera finanziert? Ich habe mehr oder weniger alles finanziert, was ich fotografisch besitze. Über den Verkauf von diesen Karten? Ja. Sehr spannend. Also, es geht. Ja klar geht, ich freue mich einfach. Also eben, mich interessieren die Bilder. Wer kauft denn so Karten? Was ist deine Zielgruppe? Leute mit Kind oder alte Frauen. Das wollte ich jetzt nicht fragen, aber ja. Also haben die alten Frauen Freude an den Bildern oder haben sie Mitleid mit dir, dass du Karten verkaufen musst? Ich weiß es nicht, aber sie kaufen es auf jeden Fall. Ehrlich? Also du hast deine Canon EOS 77D mit dem finanziert. Genau. So als Beispiel kostet etwa 750 Stutz der Body. Mhm, also wenn ich sie gekauft habe, ist sie 900 gewesen, jawohl. Aber ja. Also hast du in dem Fall einen dreistelligen Betrag verdient mit diesen Karten? Also über 1000? Ja. Also oder war es vierstellig? Vierstellig noch nicht. Aber ich habe im Jahr, als ich die Kamera gekauft habe, habe ich auch noch 70-200 gekauft. Ja. Und das kostet halt auch sehr viel. Also ich habe es auch schon gekauft, nach 6 Monaten ist es natürlich kaputt gewesen. Ja. Aber in diesem Jahr habe ich einen vierstelligen Betrag gehabt. Cool. Und wie häufig gehst du einfach auf die Straße und tust die Leute? Ja, also ich habe so eine Box, wo ich Karten drin habe. So einen Bauchladen, ja. Und dann laufe ich auf die Leute zu, gerät sie kurz Zeit und dann da nimm, danke, Adi. Und so eine Karte kostet 3,50? Also auf der Webseite 3,50, wenn ich gehe verkaufen, kostet sie 4, aber ohne Versand. Okay, also spart man im Vergleich zum Versand ein bisschen Geld. Genau. Cool, also sehr gutes Businessmodell. Ist einfach nicht so skalierbar, wenn du immer Karten, also online geht es natürlich noch, aber wenn du immer raus musst, aber es ist schon noch, also ich kenne aber niemanden, der auf die Straße geht, Fotokarten verkaufen. Und vor allem, dass es funktioniert, finde ich spannend. Ja. Du bist auf Instagram. Ja, das bin ich. JW Pictures 1. Ja. Du solltest nächstes Mal den Boris sehen, fragst du mal, wie das ist mit Social Media und Auftritt und so ein bisschen. Ja, ich weiß. Ich kann wie einmal irgendwie auf den Namen kommen. Corporate Design online, dass man überall den gleichen Namen hat, dass man einen Namen hat, wo die Leute sich daran erinnern. Und ja, weil wenn ihr früher den Namen richtig. Also, eben, die Frage ist, willst du mit deinem Namen bekannt werden? Und dann musst du sagen, JW Pictures 1, dann denkt er, was ist das für ein Pseudonym mit deinem Domain oder dem Ding? Und oben drauf, Janix Fotokarten Strikingly, noch nie gehört. Ist so ein Name. Das ist so wie Wix. Okay. Wix. Oder wie Jimdo. Ja, genau. Ja, also das solltest du einmal... Das gratis. Ja, aber du solltest einmal etwas investieren in Social Media Auftritt. Ja, für das... Für das hast du kein Geld. Genau. Gut. Es geht alles in die Kamera. Wie gesehen, wo Prioritäten liegen. Genau. Fotoclub Zürichsee. Ein 14-Jähriger in einem Fotoclub. Wenn ich Fotoclub höre, sehe ich alles so analoge Grossväter, die fotografieren. Dann bist du dort massiv der Jüngste. Also ich bin jetzt sehr lange wirklich der massiv Jüngste gewesen. Jawohl. Also dort fängt es, kann ich bei 40 oder so an. Habe ich das Gefühl, falls irgendjemand unter 40 ist. Tut mir leid. Oder wäre ich wieder voll dabei. Genau. Die Ältesten sind glaube ich auch über 70. Das kann man gut vorstellen. Das ist eben so ein Verstärkter der Fotoclips, dass dort viel so eher die älteren Semester sind. Genau, und jetzt, letztes Mal ist ein 16-Jähriger noch dazugekommen. Okay, cool. Also jetzt ist es ein bisschen... Aber der Altersdurchschnitt ist immer noch so bei 40. Aber macht es Spass, mit älteren Leuten fotografieren? Ja. Also ich kann sehr gut mit Erwachsenen. Jawohl. Und ich finde es immer wieder cool. Also ist es nicht das Problem, dass du von Sachen redest, wo die anderen gar nicht wissen, was es geht? Und sie erzählen von irgendwelchen analogen Sachen, die du nicht verstehst? Also ich muss ihnen oft erklären, um was es geht.
Oder auch, wenn sie irgendwie eine neue App haben, dann ja, nicht, logisch. Kannst du mir schnell helfen, schau da die App. Logisch, all die modernen Sachen. Genau, für das bin ich dann da. Gut, interessant. Dann hast du irgendwo geschrieben, man braucht immer mehr Equipment, um zufrieden zu sein. Wenn man das Neue hat, ist man zufriedener, oder? Ist das so? Also du bist voll auf Konsum aus. Ja. Und dann brauchst du es aber, bis es kaputt geht. Oder kaufst du nicht etwas Neues nach einem Monat? Also ist ein guter Spruch, als Slogan können wir den verwenden. Ich habe mir mal ein Stativ gewünscht zu Weihnachten. Aha. Ich habe gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Meine Mama sagt, ich habe das gesagt. Dass ja, ich werde das noch Jahre brauchen. Das sagen wir immer, wenn man etwas kauft. Genau. Nach einem halben Jahr hatte ich das nächste gehabt. Ja, aber das Problem ist, du hast nicht so viel Geld am Anfang, musst aber wirklich irgendetwas haben. Und beim Stativ sowieso, da kauft jeder zuerst mal irgendwas Falsches. Also kauft irgendwas Günstiges und dann denkst du, gut, das geht schon irgendwie. Und dann merkst du echt, dass das Günstige nicht so gut ist. Also ich habe zuerst so ein ultra billiges für 50 Franken gekauft. Das Aluminium oder so. Ja, genau. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich mir eins für 70 oder 80 Franken gewünscht habe. Von Coolmann, so Plastik, Scheissdreck, irgendwas. Ja, es kommt darauf an, wie schwer das Kamera ist und wie fest dass es windet. Ja. Aber das... Oder kennst du mich bei der Hochwachtung vom Albis, also beim Albis-Pass? Ja. Ist eine von meiner Lieblingslocations, aber mit dem Stativ kommst du halt einfach nicht drüber. Also musst du immer schauen, wie du dich fotografieren kannst. Aber wenn es irgendetwas hat, wo du drüber musst fotografieren, genau. Weil es zu wenig hoch ist. Ja. Ja, und das... dann ist dann eben noch ein neues Stativ gekommen. Okay, gut. Dann hast du noch ganz viele Projekte, die du daran geschafft oder mitgemacht hast. Finde ich auch spannend, dass du schon an vielen Orten dabei bist. Bei deiner, gerade viele Sachen sind aus dem Bekanntenkreis. Also zum Beispiel so irgendein Kita in der Schweiz, bin ich für eine Webseite Fotos gemacht. Genau, das ist die Frau von Götti, hat gegründet und cool. Hat sie mich gefragt, weil sie also, eine neue Webseite gemacht hat. Jawohl, fragen sie dich, wie du so gut bist oder wie du so günstig bist? Kann ich. Oder ist es gratis gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Wobei das nächste Foto-Equipment musst du schon finanzieren. Von dem kannst du nicht alles gratis machen. Bewerben mit Erfolg, eine Webseite, wo es um Bewerbungen geht, für deine Mutter. Genau. Dann cool finde ich in der Schule, 300 Schüler porträtieren. Ist sicher anstrengend. Ja. Also das ist so... Ich bin so geguckt, hast es auf dem Stativ gehabt. Jemand ist reingekommen, ein Foto, dann ist es gegangen. Das nächste ein Foto ist nicht sehr... Ist nicht sehr herausfordernd wahrscheinlich. Also wenn du mal Setup steht, ist es wahrscheinlich okay. Genau, aber... Aber ich denke, ich muss es mal gemacht haben. Jetzt würdest du es nächstes Mal wieder machen, wenn sie dich fragen. Ich glaube schon, weil ich habe da keine Schule. Und es ist zu alt. Und erstens das. Und super ist auch noch, zwischen dieser Klasse, wenn ich schnell mache, habe ich immer irgendwie 20 Minuten zwischen zwei Klassen. Gut. Habe ich schon Netflix-Folge drin. Okay, gut. Ja, wie gesehen, die Prioritäten sind. Genau. Ja, aber ich glaube so, es ist einfach Fleissarbeit und es ist sicher ein guter Referent. Ich kann sagen, dass ich das ganze Schule fotografiert. Dann in der Schokofabrik, wie spricht man es eigentlich aus? Barry? Also, ich glaube, bei uns sagen wir jetzt Barry Gallebaut, aber ich glaube, ist es Französisch oder Englisch? Ah, Belgisch. Belgien, wo es ursprünglich kommt, sagen sie, glaube ich, Galbo oder irgend sowas. Okay. Dort irgendeine Kampagne für Ostern, ein Bild mit vier Osternhasen drauf, wo man auf Flickr-Kanal, auf Twitter-Kanal schauen. Genau, also das ist, haben sie gerade eine neue, also die vierte Schokofarbe rausgebracht. Mhm. Ruby. Kennst du das? Haben wir gesehen, etwas Pinks? Ja, also das ist natürlich pink. Ja. Nicht gefärbt, aber in einer komplizierten Fermentierung. Ja. Du darfst auch nicht mit dem kochen, weil sonst wird es grau. Okay. Und dann hat es halt einen Hass gehabt und den habe ich dann alle vier zusammen. Und dann sind die auf dich zugekommen, oder? Also mit Vaterschaft dort. Ja, aber das ist wieder mit Vitamin B natürlich. Genau, aber, im Social Media. Aber auch dann könnte ihr immer sagen, du, wir wollen nicht irgendwie irgendeinen aus der Familie, sondern wir haben unseren Hausfotografen, aber offensichtlich... Haben sie, glaube ich, aber er ist Spanier, also... Okay. Also der kommt auch für die grossen Sachen. Ja, und für die kleinen Sachen... Bin ich da, nehmen sie den Kleinen. Dann Generalversammlung, da habe ich ein paar Bilder habe ich mir erlaubt, rauszuholen. Genau. Da bist du mit dem Boris unterwegs gewesen. Genau. Da habe ich da die Bilder angeschaut und gesehen, ja... Nikon D5, Nikon D5 und da kommt irgendwann... Das ist der Boris, da kommt, genau. Ja, da siehst du auch Boris Baldiger mit der Exif-Daten. Und dann kommt irgendwann ein Canon 5D Mark IV. Da dachte ich, aber hat er schon eine neue Kamera gekauft? Nein, also der Boris hat gesagt, das ist arschdunkel dort. Ja. Und mit meiner Kamera High ISO wird es schwierig. Und dann hat er einen Kollegen gefragt, danke nochmal vielmals, dass er einen 5D Mark IV auslösen könnte.
Jawohl. Und dann habe ich die bekommen mit samt allen Objektiven. Okay, cool. Ja, Hammer gewesen. Ja, und wir haben dann, und ja, es sind noch interessante Bilder, andere Perspektiven. Da haben sie irgendwie Zeug zubereitet für den genau. Apero wahrscheinlich. Also, das, ich habe das wirklich noch nie gesehen. Die kommen, das sind 1800, glaube ich, Leute ja. in der Generalversammlung. Die, sobald die Tür aufgeht, stürmen die stürmen deine Ellenbogen. Wirklich, ja, die alle, hauen sich um. Und alle über 50 wahrscheinlich. Mehr, ja. Und das Buffet ist 10'000 Stück oder so. Ja. Innerhalb von einer halben Stunde ist es weg. Das, komplett das sind weg. So die Generalversammlung. Die gehen auch so mit dem Sack oder so. Gehen da alles ja. essen und saufen. Genau. Auch ein spannendes Bild durch den Wagen durch. Also ich finde, die Perspektive ist sehr gut gewählt. Wie haben denn die Leute reagiert auf dich? Also einerseits, hast du dann irgendeinen Anzug müssen anlegen oder bist du mit dem roten F-T-Shirt gegangen? Nein, ich habe einen Anzug und Hemdli müssen anlegen. Jawohl. Aber für mich jetzt kein Problem. Nein, schon nicht. Du, musst ja etwas, ja. Musst ja, ja, du bist ja dort der Fremdkörper, der genau. fotografiert im Hintergrund ist. Ja, aber du bist voll ernst genommen worden. Ja, eigentlich schon. Also viele, wenn sie mich erkannt gesehen haben, haben sie gelächelt. Einige sind ein bisschen weg, du Hurensack. Aber die meisten sind, haben dann, sobald sie mich entdeckt haben, haben sie gelächelt. Sind dann halt nicht ganz authentische Fotos geworden. Ja, aber schlussendlich geht es einfach darum, dass alle Leute drauf sind und verschiedene. Genau. Die kann man übrigens auf Flickr anschauen, die Bilder. Es sind etwa 140 Bilder. Genau. Etwa die Hälfte oder ein Drittel von dir, zwei Drittel von Boris, irgend so etwas. Ich glaube sogar noch mehr Bilder. Oder halb-halb. Irgend sowas, ja. Ja, und wie war es für dich gewesen, an so einem Anlass? Ist das für ich dich, habe es super gefunden. Bist du irgendwie bist du nervös gewesen? Oder, wobei, du hast nicht nein, unbedingt nicht. Bilder produzieren, oder? Du bist nicht der Hauptfotograf gewesen. Du hast einfach ein rumknipsen genau. und die Guten hat man dann genommen. Und das ist natürlich schon auch entspannt, wenn du kannst, an ein cooles Event gehen mit einer coolen Kamera. Genau. Und du musst nicht zwingend performen, sondern du kannst einfach alles ausprobieren. Du schaust den Boris über die Schulter. Ja. Ja, also ich denke, das ist der Traum von jedem Hobbyfotografen. Ja, mal das so. Ist, ja, kann ich mir gut vorstellen. Super wenn ich bin mal an einer GFM gesehen, hatte ich wirklich etwa 10, 15, 20 Bilder abliefern. Und eben, es ist immer dunkel, da sind irgendwie Leute im Weg, der Hintergrund ist nicht schön, je nachdem wie gross der Raum ist, ist es relativ eng. Habe mich nicht so wohl gefühlt. Also ja, eng ist dort jetzt nicht. Das ist ja, weil es ein grosser Raum war. Dann hast du auch noch eigene, also eigentlich die anderen Bilder sind auch von dir, aber auch deine Landschaftsbilder. Von denen gibt es auch Postkarten. Das habe ich glaube auch als Postkarte. Ja. Nicht alle, weil Landschaften laufen nicht ganz so gut. Bei den alten Frauen. Genau, aber so etwas, halt roter Berg. Ja, ist klar, schon Aufgang und Untergang. Untergang. Ja. Also wir sind, haben müssen 40 Minuten oder so hochlaufen. Hoffentlich. Und nicht. Dann haben wir, also das Licht war wirklich 30 Sekunden da. Gewesen. Ja. Und dann ist es weg. Ja. Mein Vater hat in dieser Zeit natürlich irgendwas Instagram-Story oder so gemacht. Hat es vollkommen verpasst. Und wer fotografiert besser, du oder der? Keine Ahnung. Also er sagt ich sage, er fotografiert anders. Das ist gut ausgedrückt. Also er hat, was macht er denn was? Er macht eher so ein bisschen. Also er ist jetzt gerade auf dem Schwarz-Weiß-Trip. Ja. Es gibt Leute, die dann nur Schwarz-Weiß fotografieren. Genau, aber er zwingt sich immer dazu, Schwarz-Weiß zu fotografieren. Ja. Finde ja, ich manchmal ein bisschen. Manchmal ist es schwierig, so sich nicht immer. Aber hast du dann viel von ihm gelernt oder hast du nachher gesagt, du also, musst meinen eigenen Weg finden? Also ich habe angefangen mit dem Fotografieren. Ah, er hat noch nicht fotografiert? Also ich habe mit ihrer Kamera, aber sie sind nicht sehr fotografisch. Sie hatten einfach eine Kamera gehabt. Genau, und ich habe dann mit ihr angefangen. Also die ist einmal in der Ferien, habe ich es vorher genommen. Jawohl, oder, so wie es halt oder, ist. Genau, und ich glaube, die kann man immer mit in die Ferien genommen. Okay, weil sie zu gross ist. Genau, auf jeden Fall habe ich dann mit ihr angefangen und dann hat er halt immer so mitkommen. 12-Jähriger kann nicht so einfach irgendwo das den Berg hoch. Das ist ein der Nachteil. Du musst immer noch ein schauen, kannst noch nicht Gärten fahren, genau. Sie wollen noch nicht überall rein. Genau, und dann hat er halt immer mitgekommen und am Anfang, als er noch nicht fotografiert hat, ist es halt dann ja, ein bisschen langweilig für ihn. Ja, logisch, dann, wenn du da stundenlang wartest auf die 30 Sekunden, was vielleicht schön ist. Genau, und dann hat er auch angefangen mit einer Sony A6000, hat er jetzt. Und ja. Jetzt sind wir beide. Das ist ja gut. Das ist ja gut, wenn man ein Hobby teilen kann. Ja. Wie hat das gehen? Genau. Ich stelle fest, du hast immer sehr viel Vordergrund. Also du hast immer etwas im Vordergrund. Ja. Spannend. Bin ich beeinflusst vom Jaworski. Jawohl. Er hat auch immer so. Ja.
das Bild ist von mir, also meine Großmutter. Immer wenn ich zu ihr 5 Tage oder so zu ihr gehe, gehen wir ein bisschen weiter weg. Aha. Sie kommt aus Zug. Jawohl. Und dort sind wir bei Erzaskatal. Was macht also denn sie wirklich zu, wenn du am Fotografieren bist? Sie guckt auf ein Bänkchen und schaut zu. Weil du machst schon lange Zeit belegt, das könnte nämlich schon länger gehen. Das Lustige ist, da habe ich Stativ vergessen zu Hause. Ist eher ungünstig. Ist natürlich super am Wasser. Ja, ist natürlich schwierig, kannst keine Langzeitbelichtung machen. Also ich musste das Stativ halt ein bisschen zwischen Steine klemmen. Und ja, du bist natürlich alles sehr beschränkt von der Höhe und von der... Ja, aber man muss... Also man, ja, es ist gegangen. Man hilft sich dann einfach, ja, weiss genau, sich zu helfen. Also ja, nur zum anderen, zu dem, da ist wirklich alles ausretuschiert. Ah, jetzt also, noch ein Haufen Leute drauf, oder was? Erstens das, die ganze Brücke ist voll Leute. Also ich musste wirklich Teil von der Brücke neu konstruieren. Okay. Dann oben bei der Brücke ist eine Straße durchgegangen. Jawohl. Unten ist ein Weg. Dann hat es Laternen und Elektromast. Jawohl. Also alle, die schon mal drauf sind, wissen, dass es wahrscheinlich ein Steg war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe nicht so viel fotografiert dort. Aber ja, man sieht es nicht, wenn man jetzt... Ich habe recht wenn man es nicht weiß. Okay, du hast gerne retuschieren. Ja, ich finde es super. Ehrlich? Ja. Habe ich nie gerne gemacht. Aber was ist denn die Faszination am Retuschieren? Weil du tust ja dann... Etwas, das hast du in etwas machen, das du einfach nicht gesehen hast. Ich finde es einfach lustig. Etwas, das du nicht gesehen hast? Also vor Ort nicht gesehen ja hast? Ja. Also das Bild komplett über den Haufen rühren. Okay. Das Ziel wäre, das vor Ort schon zu sehen, das gar nicht müsstest du retuschieren. Also, ich weiß ja nicht, aber es ist schwierig, alle Laternen rauszureissen. Nein, das geht ja nicht immer. Ja. Aber irgendwann hast du nicht mehr so viel Zeit wie jetzt. Dann bist du vielleicht froh, wenn du vorher ein bisschen mehr siehst. Und ja, nicht alles musst du retuschieren. Ja, du bist ja nicht immer auf Zeit gezahlt. Ja, aber schlussendlich, wenn es Spass macht, soll man das machen. Ich glaube, dein Bild ist auch retuschiert. Ah, also erzähl. Unten auf dem Stein, ja, links unten, das war mitten am Tag, das Bild, ist ihm wirklich die Sonne voll runtergeschienen. Mhm. Voll auf den Stein mit dem Wasser, aha, alles voll Sonne gewesen, habe ich halt rausretuschieren. Ja, weil es ist relativ dunkel. Also dunkel genau, es hat sehr abgelenkt auch. Ja, klar. Also hast du wirklich nur dort hergeschaut. Aber es ist interessant, die Komposition, so ein bisschen grau, dann wird es so ein bisschen farbig und oben dran wieder so ein bisschen dunkel und dann ganz oben noch... Noch so schwarz. Und es hat dann so... Aber der Rest hat dann so ausgesehen, wenn die Sonne geschienen hat. Es sieht nicht nach einem sonnigen Tag aus. Die Sonne hat sehr geschienen, aber ich habe wirklich... Recht dunkel beleuchtet auch. Das wäre spannend, um das Original zu sehen. Ich kann es dir gerne schicken. Ja, schicken wir das Original. Also es einfach unbearbeitet. Dann können wir es nebenbei zuheben. Dann sehen die Leute mal, wie... Fake alles ist das. Ja, das weiss man schon, dass in der Fotografie nicht alles... Es könnten links und rechts noch 1000 Leute stehen. Das war nicht so gewesen. Ja. Ich habe wirklich nur Sonne. Nein, eben, du weißt, je nachdem einen Ausschnitt, dass du wählst, kannst du selber entscheiden, was alles sichtbar ist. Ja. Ja, aber es ist gut. Wenn jetzt du andere junge Fotografen einen Tipp geben müssen, wie der Einstieg in die Fotografie klingt. Also wie klingen? Ja, oder einfach so, du hast jetzt ganz viele Sachen schon gemacht mit 14. Vitamin B brauchst du. Man braucht Vitamin B, gute Motivation. Also Vitamin B Networking, also man muss einfach die Leute kennen und aber auch die Leute anfragen, wenn man den Bauer ist, ja, ist einfach angefragt. Genau. Motivation, die kommt wahrscheinlich von alleine, hoffentlich. Weil wenn du nicht motiviert bist, kannst du auch, ja, genau, dann musst du gar nicht anfangen. Und YouTube, ganz viel YouTube. Ja, du hast alles Selbststudium, YouTube-Videos geschaut. Ja, genau. Ja, es hat auch so viel. Was sind so die Haupt-Jaworski? Also ich finde super, der Benjamin Jaworski. Ja. Dann Thomas Heaton, er ist weniger... Noch nie gehört, ja. Er ist ein Engländer. Aha. Er ist weniger lernen, sondern mehr einfach mitnehmen. Aber seit wieso jetzt hat er jetzt die Komposition genommen? Ja. Also er ist nicht dein, also oder nicht. Die Fotos sind nicht so mein Stil, aber ich finde er macht die Videos sind sehr cool. Ja. Ja. Die zwei? Also ich finde vor allem, also zum Anfangen vor allem der Ben. Ich habe nur Benjamin Jaworski geschaut. Der hat auch von Anfang an, als er anfing fotografieren, hat immer schon Videos gemacht, auch mit irgendeinem Kit-Objektiv und billige Kameras und dann ist er immer mehr aufgekommen. Jetzt hat er wahrscheinlich das Equipment hat sich auch gesteigert. Seitdem ist es jetzt Sony, hat Sony A7 III, R3. Ja. Ja, der kommt auch weit rum. Der hat auch, kann es mögen dann gar nicht alle, aber ist auch egal. Ja, also ich finde seine Videos jetzt auch nicht so der Brüller. Irgendwie.
Irgendwann hast du es vielleicht auch gesehen. Ja. Aber könntest du dir vorstellen, selber einen YouTube-Kanal zu machen? Noch nicht. Wieso nicht? Kann ich, bin noch nicht so. Ich weiss nicht. Weißt du nicht, was du erzählen willst? Ja, genau. Ich rede gerne mit mir selber, okay, wenn ich fotografiere. Jawohl. Ich irgendwelche Scheissdreck vor mich her. Aha. Also mach so ein YouTube-Video vor mich her, ohne zu filmen. Okay. Ja, aber wie aber siehst ja. du die Zukunft in den nächsten 3-4 Jahren? Also sicher viel fotografieren. Genau. Aber irgendein Projekt oder also irgendwelche Ideen? Also ich habe mich jetzt bei Young Creators beworben. Ja. Kennst du das? Ist das eine Instagram-Gruppe? Ja, also es ist so eine Webseite, wo man sich bewerben kann. Ah, zwischen... Der Seja macht das, glaube ich. Ja, genau, der Seja ist auch dabei. Das hat mir mal erzählt von dem. Und dann gibt es irgendwelche Aufträge, die nachher genau. die... Genau, kommt dort Aufträge rein und dann... Ja, musst du dort... Was heisst Young? Ist das irgendwie vom Keine Alter her? Ist das egal? Einfach solche, die... Also auf der Webseite steht, sie sind zwischen 16 und 18. Kurz und zwei Jahre. Also ich habe gefragt, ob es ein Problem ist. Ich habe gesagt, es ist kein Problem. Aber dort bin ich jetzt noch drin, in der Bewerbungsphase. Aha. Ja. Und dann hoffst du, dass du dort ein paar Aufträge bekommst. Nicht nur unbedingt wegen dem Geld, sondern auch wegen so ein bisschen... Genau. Reinkommen, ja. Also genau. Das Wichtigste ist einfach reinkommen, Leute kennen, guten Job abzuliefern und dann geht es genau, und der Boris ist dann, ich habe auch Vorteile mit ihm. Ja. Weil er kennt alle. Ja, ich kenne natürlich viel. Ja, also schlussendlich geht es schon ums Kennen. Also wenn ihr mehr das kennt, ja, umso besser. Leute kennen. Natürlich musst du noch etwas können fotografieren, aber ich glaube, das ist einfacher, dir die Fotografie beizubringen, als ein grosses Netzwerk aufzubauen. Genau. Also darum immer schön networken. Immer wenn irgendetwas ein Event ist, schauen, die Kehle schütteln, ein bisschen schwätzen. Genau, hat der Boris mir an der World Usability Day hat mir auch Aufgabe gegeben, musst immer schön mit Leuten networken. Ja. Sagst allen, ich bin der Janik, fotografiere da, ja. Fragst, was erhoffst du von diesem Tag? Visitenkarte? Habe ich jetzt noch nicht. Noch nicht? Ja, ist irgendetwas. Ich habe früher so, ich nicht Postkarten gehabt, aber so einfach Postkartenformat, meine Bilder, 10 Stück in einem Umschlag, Visitenkarte vorne drauf und den Leuten gehen. Ja. Und das rührt jetzt nicht fort. Wie seid ihr Karte? Nehmt sie in einen Hosensack und dann verkrügelt sie. Und wenn es etwas mehr gibt, oder auch noch schon eine grössere, im Prinzip einfach eine Postkarte von dir geben. Ja, also ich finde den Joni Hedinger, kennst du den? Nein. Er ist so ein Instagrammer. Ja. Er hat auch, oh, der Foto 19 schon gesehen. Mhm. Habe ich leider verpasst. Nächstes Jahr bin ich dabei. Hoffentlich. Auf jeden Fall hat so geile Visitenkarte, er hat wirklich so seine Bilder vorne drauf gehabt. Mhm. Und dann also auf mega schönem weißem Papier und hinten drauf dann die Kontaktdaten. Ja, aber schlussendlich musst du irgendwie abheben von der Masse. Genau. Und ja, vielleicht dort ein bisschen etwas investieren. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Ich bin mehr am Kompi. Bist du mehr am Kompi? Sonst würdest du einfach gamen, oder nicht? Als Junge, der Walter. Ist ich weiss gar nicht. Also so Kompi-Gamen habe ich noch nie gemacht. Okay. Fernsehen auch nicht. Fernsehen schauen auch nicht? Also Fernsehen schauen, halt Netflix. Eben, Netflix ist nicht Fernsehen. Also lineares Fernsehen, so wie die Alten das machen. Eher nicht mehr. Ja. Eher nicht mehr, jawohl. Was hast du denn, was machst du denn, was würdest du denn machen ohne Fotografie? Ja. Lesen. Jawohl. YouTube schauen. Okay. Und Netflix schauen. Gut. Ja, aber ich glaube, du kommst einfach mehr raus durch das, oder? Ja, definitiv. Also jetzt ist es Mittwochnachmittag. Es ist so Fotonachmittag. Jawohl. Also heute Nachmittag gehen wir raus. Aha. Wenn wir noch sehen, fotografieren. Ja. Ja, und es hat dir im Prinzip eine Perspektive gegeben, wohin das willst, oder hast du immer schon in Richtung Informatik gehen? Nein, also ich hatte einen Berufswunsch von Architekt, ja. Modedesigner, wenn ich mal werden wollte. Ja, jeden Tag im Anzug in die Schule kommen. Ist wirklich so, ich habe meine Krawatte und Anzug in die Schule gekommen. Ich habe dann die Zeit zurückgedacht. So, etwas Kreatives. Ja. Ja, aber in dem Fall ist das Mediamatiker-Ding schon noch. Und gleichzeitig bist du auch so ein bisschen nerdig unterwegs, also so ein bisschen genau. Technik interessiert. Von dem hast du den perfekten Job. Ja, ich wollte jetzt in meinem Zimmer so hohe Lights, kennst du das? Jawohl. Das sind somit so kannst du sagen, okay Google, turn room on und dann gehen alle Lichter an. Okay, gut. Und dann kommt die Mutter ins Spiel und sagt, darfst du nicht machen. Wieso nicht? Hat zu viel Strahlung. Dankeschön. Hörst du das, Mami? Dankeschön. Lass ihn einfach mal machen. Ihr könnt auch am Bahnhof rumhängen und Drogen konsumieren. Also, es gibt schlimmere Sachen als so ein Huhleiter. Danke vielmals. Aber die Eltern müssen dir irgendetwas sagen. Das ist einfach genau. So. Wenn du mal erwachsen bist, machst du es vielleicht auch so. Also mein Papi
ist, glaube ich, eher auf meiner Seite. Okay. Also unser Bad haben wir auch okay, Google und... Jawohl. Also, ja, neue, also eben, man lernt dann nie so viel, wenn man die neue Technologie nicht selber dort anwenden. Und irgendwann muss man sie ausprobieren. Also er ist auch im Med-Technology-Bereich bei Barry. Okay. Und er wollte da immer... Jetzt arbeiten nicht mit PowerPoint, arbeiten mit Google. Ich arbeite auch schon länger mit Google Docs und Google Tabellen und Google Presentation. Ja, schiesse mich jedes Mal zusammen, wenn ich mit Word arbeite. Ja, klar, Word kann schon mehr, aber schlussendlich... Es ist halt, Google ist halt, hast mehr im Graph, also in der Cloud und... Ja, du kannst halt mit zwei, drei Leuten gleichzeitig, kannst überall darauf zugreifen, kannst mit mehreren Leuten arbeiten. Kannst mit Word zwar auch, aber... Mittlerweile kannst du es auch, ja. Aber es ist eigentlich sehr einfach und funktioniert sehr gut, aber ja. Ja. Das ist keine Technologie-Sendung, es geht um Fotografie. Ja, sehr gut. Danke vielmals. Danke dir. Wollt F. Genau. Viel... Super T-Shirt kaufen zu euch alle. Wieso? Verkaufst du die? Nein. Der Janik, wir schauen mal, was er in 5 Jahren macht. Ich habe ein Fotokino letztens die Leute gefragt, wenn sie die Fotografie in 5 Jahren sehen. Wie siehst du deine Fotografie in 5 Jahren? Besser. Ja, das nehme ich an. Natürlich, aber was wird es für Kameras geben? Wie man mit dem Handy fotografiert? Wird man immer nein, Kameras nein, haben? Definitiv nicht. Nein, Handys, egal was alle Leute sagen, Handys können Kameras nie abschliessen. Nie? Wenn wir etwas wetten? Ich wette 50 Stutz mit dir, in 10 Jahren haben wir alle noch Kameras. Ja, das ist eine lange Zeit, um das irgendwie daran zu denken, was in 10 Jahren ist. Aber ich bin der Meinung, es wird... Nein, es wird nicht mehr so viele Kameras geben. Vielleicht irgendwelche Profi-Fotografen für irgendwelche Spezialanwendungen, aber nicht für den... Also ich habe das Gefühl, wenn so Profi-Fotografen werden, immer noch Digitalkameras benutzen. Das ist 5% von der Bevölkerung, die fotografiert und der Rest wird das Handy benutzen. Weil es einfach irgendwann keinen Sinn mehr macht, noch eine Kamera rumzuschleppen. Ja, so hast du ja gesehen, ich habe letztens die Verkaufszahlen von Kameras gesehen. Sind schon eher... Von 2010 auf 2019. 85% runtergefallen. Ui, so viel? Ja. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es so viel ist. Ich habe schon gewusst, dass es viel ist, aber es ist schon, es zeigt einfach, wohin es geht. Genau. Und dass die Leute nicht alle Jahre eine neue Kamera kaufen. Also vor allem, dass eine Kamera habt ja 5 Jahre. Und eben hast du ein Handy oder du kaufst gar keine mehr. Ja, also jetzt zum Beispiel der Boris, er kauft, hat früher mit Canon 5D gearbeitet. Ja. Und dann wirklich, hat er zuerst 5D Mark 1 gehabt. Und dann, sobald 2 rausgekommen ist, hat er 2, dann sobald 3 ist 3 gewesen. Ja, wenn du je nachdem, was man nie fotografiert, musst du vielleicht jemanden mitgehen, aber schlussendlich. Ja. Es bringt nicht viel. Also, es ist einfach ein Haufen Geld investiert. Und der Wiederverkaufswert ist zum Teil auch nicht. Ja, dann geht es. Und wann kommt die nächste Kamera bei dir? Also, ich plane irgendwann während der Lehre. Sollte mal eine neue wenn Kamera kommen. Wenn mehr Geld reinkommt. Genau. Dann wird der ganze Lehrlingslohn nicht für Fotoequipment. So ist der Plan, ja. Ja gut, wir können es auch schlimmer ausgeben. Dem ist es schon gut. Wenn du das alles immer brauchst und nutzt, ist es perfekt. Ja. Cool. Also, vielen Dank. Danke dir. Und tschüss zusammen. Ciao. Und cut. Dann nehmen wir noch 3.